Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge Kena, Bridge of Spirits. Und ja, das ist schon Folge 4 mittlerweile. Und wir müssen immer noch die Klippen immer weiter hochsteigen. Und deswegen geht es jetzt hier weiter. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss. Ah, okay. Muss hier wohl ein bisschen Spielchen treiben, I guess. Bam, 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 bam machen wir hier einfach mal. Zack, zarab. Ui, okay. Oh, no. Oh, shit. Wichtig und richtig. Rott verwenden. Macht den kaputt. Nice. Oh, shit, dude. Ich bin ein bisschen low HP. Das wird jetzt spannend. Uff. Ich bin halt gleich dead, nicht? Oh no. Habe ich hier nicht irgendwo ein Heal, Brudi? Hammer! Wir haben es abgesperrt. Any Heals for me? Das wäre mal wichtig und richtig. Rott verwenden, yes, verwende es. Hat mich da, das hat mich nicht mal geheilt. Wow, ey. Ich bin halt gleich dead, dude. Okay. Oh oh. Rott, okay, das kann ja schon längst zerstören, was. Absolut verloren gewesen, unlucky. Okay, okay, okay. Oh. Rott verwenden. Was? Ah, okay, Moment, ich glaube, ich weiß wie. Also, ihr müsst... Wait, what? Ich glaube, die müssen hier hin. Damit das weiter triggert, vielleicht. Nice, dude, there we go. 500 EQ, Kappa. Nein, das versteht natürlich jeder. Okay, jetzt sind wir in der Höhle. Das ging ja... What the fuck? Plötzlich in der Höhle? Bin ich hier richtig? Ja, ich werde schon hier irgendwie richtig sein. Kann man hier runter? Na, wahrscheinlich eher nicht. Oh mein Gott, ist das hier dunkel. Ich sehe ja gar nichts. Ah, man kann hier Licht machen. Trotzdem ist es noch ziemlich dunkel. Wait, kann man hier hoch? Wahrscheinlich nicht. Oh, der ist fast abgerutscht. Man kennt ihn. Oh mein Gott. Okay, was ist das? Sieht aus wie ein Bossraum. Was geht denn jetzt hier ab, Brudi? Was soll denn das werden? Ich glaube, das ist ein Bosskampf. Kapp. Als ob der Kappa heißt. Okay, du. Was kann der Typ denn? Okay, der geht in den Boden rein, weil. Das ist kein. Oh, da kommt er wieder raus. So, Ads kommen auch noch dazu. Oh oh. Oh, Dude. Kappa, Kappa, Kappa. Komm mal her, Kappa. Aua. Okay, Kappa macht Aua.
Oh, ich glaube, ich werde hier gleich verrecken, oder? Okay, das hat mich schon mal geheilt. Nein, aua, okay. Vielleicht muss man ja sogar die Ads killen. Wer weiß das schon. Fuck. So, da haben wir ihn mal gestunlockt und dann ordentlich aufs Maul. Bam, oh, okay. Unlucky. Okay. Okay, hier kann man was einsammeln. Sure. Oh, jetzt ist er da oben. Well. Wie kriege ich den denn da von da oben weg? Ist das denn eine Kacke? Rudi, beruhig dich. Fuck, ich habe keinen Heal mehr. Ja, ich bin gleich dead oder was hier? Holy shit. Any healed? Können wir den stunnen? Ne, können wir nicht. Ich glaube, wir müssen einfach so lange Ads killen, bis wir ihn wieder gestunnt bekommen. Oh, dude. Jetzt nein, Scheiße. Zu langsam. Und jetzt kommt er wieder da. Ne, da hinten ist er. Jetzt. Nice, dude. Wird das reichen? Ja, easy, nice. Auch nicht verreckt. First try. Let's go. Gar kein Problem. Nice. Und nur nochmal hier, ne, damit ihr nicht irgendwie denkt, ich schummel hier. Optionen, Spiel, Geisterführer, siehste, ist der mittlere Schwierigkeitsgrad und nicht Story-Modus. So, ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier hoch, oder was? Bestimmt. Einmal bitte hochfahren, da, ne, runter, ne, hochfahren, perfekt. Ja, Kappa haben wir erfolgreich bezwungen. Wait, das war jetzt der zweite Boss, ne? Oder war es schon der dritte? Nee, ich glaube der zweite. Spross und Kappa haben wir bezwungen. Ich bin mal gespannt, wie viele Bosse es gibt. Hey Kena, du hast es geschafft. Ich glaube, wir haben Herrn Russo gewonnen. Komm schon, hier entlang. Na klar. Das ist halt die Frage, ob man den einfach blind hinterherrennen sollte. Na, nee, okay. Hier gibt es, glaube ich, wieder ein bisschen Karma. Ja, ich glaube schon. Keine Ahnung, du. Ist ein bisschen stranger. Man kann hier halt noch super viel erkunden, ne? Ist halt die Frage, ob es das lohnt. Aber hier ist zum Beispiel gar nichts. Hab bestimmt schon das ein oder andere übersehen, aber das ist okay für mich. Will ja einfach eigentlich nur das Spiel durchspielen, eine Geschichte kennen, wissen, was hier so abgeht. Okay, wir sind schon angekommen. Uff. Hey, Herr Russo, wir haben nach dir gesucht. Wir brachten unsere Freundin Kena mit. Sie ist hier, um Taro zu helfen. Der sieht aber ein bisschen komisch aus. Okay, es ist aber ein freundlicher Mann. Die Macht des Bergschreins ist mit allem in diesem Wald verbunden. Die Bäume hier wuchsen stark, indem sie ihre Energie aufbauten um das Land. Und das Land war einst in perfekter Balance. Aber wie alle Dinge folgt der Bergschrein einem natürlichen Zyklus.
einem Zyklus, der den unser Dorf nur schwer verstehen konnte. Als die Macht des Schreins zu verblassen begann, kam es in unserem Dorf zu einer verheerenden Hungersnot, glaube ich. Taro verlor seine Eltern und er musste sich um Beni und Saija kümmern. Ah ja, okay. Ich hätte mehr tun sollen, um Taro zu helfen, und jetzt kann ich nur zusehen, wie sein Geist kämpft. Wir können Taro immer noch helfen. In deinem Haus gibt es ein Relikt, das von der Verderbnis verdeckt wird, aber ich muss sie irgendwie durchbrechen. Ich verspüre in der Waffe, die du trägst, eine tiefere Macht. Ja, Mann, ich bin richtig mächtig. Dieser Stab gehörte meinem Vater erst seit Generationen in unserer Familie. Er muss ein großer Geisterführer gewesen sein. Truly amazing. Ich bin zwar machtlos gegen die Verderbnis, aber ich kann dir einen neuen Weg lehren, sie zurückzudrängen. Oha, du, zeig her die Tricks. Für einen ausgebildeten Bogenschützen ist der Bogen einfach eine Verlängerung des Körpers. Okay, Bogenschützen werden wir jetzt Bogen benutzen können. Der Stab eines Geisterführers ist nicht anders. Okay, das ist jetzt auch ein Bogen, oder was? Mein Stab? Schau, Benny. Erde dich. Spüre die Energie des Berges. Ja, Mann, du. Geil. Nutze seine Kraft. Ui. Nice. Okay, und wo habe ich jetzt hingeschossen? Einfach random in den Himmel, oder was? Jäger im Wald. Versuche deinen Bogen an diesen Zielen. Wenn du fertig bist, kannst du an den anderen Stationen üben, die ich vorbereitet habe. Welche Ziele denn? Boah, ich hasse es, mit Controller zu ziehen. Du hast die Bogenfähigkeit erlernt. Drücke und halte L2, um zu zielen. Während du L2 gedrückt hältst, drücke kurz R2, um einen Pfeil abzufeuern. Ja, gut, das kriegen wir hin, I guess. Boah, hier ist nicht mal Auto-Aim an, oder was? Uff. Wow, toller Schuss. Wuhu. Geil. Ja, danke dir. Alter, das sieht schon super hübsch aus, das Game, ne? Guck dir das mal an. Hat schon einen ziemlich nicen Stil. Back again. Wieder zurück, dann werde ich mich um noch ein paar mehr Ziele kümmern. Ach so, das war's schon. Ich dachte, okay, wo muss ich denn da jetzt hin? Ja. 1, 2, 3. Dein Bogen ist fantastisch. Ist wieder zurück. Okay, das ist immer das Gleiche. Okay, der sagt mir gar nicht, wo ich als nächstes hin soll. Das ist ja enttäuschend. Wow, great shot. Oh. Upsi, ich dachte vielleicht. Okay, dann haben wir das hier durchgespielt, oder was? Ah ne, da unten muss ich hin. Taros Angst. Wait, das ist aber nicht im Dorf, ne? Ne. Okay, was ist das hier? Sind das Katzenstatuen eigentlich? Oder Fuchs? Sieht schon ein bisschen strange aus, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier kannst du nur irgendwas machen, I guess. Ach nee, hier gibt's ein Warp. Okay, dann würde ich mal behaupten, man muss sich jetzt hier runter warpen. Oder? Was meint ihr? Boah, das hat aber ein Delay, bis man da weiterschwingen kann. Wait, hier gibt's noch eine Stadt? Ja, hier gibt's noch was. Vielleicht schauen wir uns mal kurz hier um. Fokus ist entscheidend. Spanne den Bogen vollständig und deine Pfeile werden mächtiger.
Ach, hier kann man Bogen schießen lernen. Ziehe den Hebel, um die Ziele fallen zu lassen. Schau, ob du sie treffen kannst, bevor sie zurücksitzt. Bitte was? Ach so. Was soll ich jetzt hier machen? Ein bisschen verloren, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, hier triggert irgendwas, oder? Aber wo? Was will der von mir? Ich habe nicht wirklich zugehört, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Schieß auf den bemalten Drehflügel, um zu beginnen. Zieh dich schnell und triff sie alle in der Luft. Drehflügel? Was für ein Drehflügel? Diese Dinger hier, oder was? Shoot the painted whirlybird to begin. Bemalten. Ich weiß nicht, was er von mir will, wenn ich ganz ehrlich bin. Hä? Anscheinend bin ich komplett verloren. Da oben? Drehflügel. Was ist denn ein Drehflügel? Ist das nicht ein Drehflügel? Uff. 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 Well, so fucking bad. Ich sag ja, Controller Aiming ist nicht mein Ding. Ah, es gibt sogar Karma, okay. Gibt's jedes Mal Karma? Babe. Jedes Mal? Es scheint, als ob du diese Übung gemeistert hast. Ja. Ah, guck mal. Jetzt kann ich die Dinger auch einsammeln. Aha. Interesting. Ich habe mich schon vorhin gefragt. Wait, kann ich das denn auch ab... Ah, guck mal. Look at this dude. Okay, und was bringt mir das? Karma, I guess. Eigentlich müsste ich ja dann zurückgehen, oder? Weil da war ja safe auch noch ein Rot, wo wir da vorhin waren. Okay, was gibt's hier für eine Übung, Brudi? Hier muss jeder Schuss sitzen. Um Fortschritte zu machen, musst du alle Ziele zerstören. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen. Uff, hier wird's jetzt hardcore. Rot verwenden. Ja, ich werde eh gleich ein Trophäe. Ah, da haben wir es schon. Super Schuss, Kena. Okay, jetzt wird es ein schwerer. Oder? Oh. Oh, es ist so anstrengend, mit dem Controller zu aimen. Holy shit. Perfect. Ja, und jetzt wird's super hardcore. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ein Schuss, ein Treffer. Bam. Bam. Ja, easy. Gar kein Problem.
Wow, toller Schuss. Das ist schon ein bisschen cringe, aber gut. Wähle deine Schüsse mit Bedacht. Wenn du zu schnell schießt, wird die Energie des Stabes verbraucht. Du verlierst Zeit, während du darauf wartest, dass er sich wieder auflädt. Okay, sure, dude. Wait, aber ich hab's jetzt geschafft, oder nicht? Das mache ich jetzt nicht nochmal. Reicht dann auch. Hutwagen entdeckt. Na klar. Komm, wir gehen mal in den Shop rein und wir kaufen uns jetzt hier irgend so einen Schmutz. Party. Ich bin eher so der Kuchentyp, nicht so der Partytyp. Ausrüsten. Ach so. Ich hab nur... Okay. Ach so. Ja gut. Das ist natürlich eine interessante Spielerei. Fuchs. Ich kann jeden Einzelnen da was... Ja komm, kaufen wir uns das hier jeweils. Ach so, die haben das dann auch schon direkt. Lul. Ja gut, nicht? Was fehlt noch? Ja, Fuchs kaufen wir erstmal, ist mir zu teuer. Warte mal, können wir uns neue Fähigkeiten eigentlich mal gönnen? Upgrades. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Das haben wir freigeschaltet. Sprintangriff schwer. Während du sprintest, drücke... Ja, klar, da sehe ich mich. Warum nicht? Freischalten. Abfahrt. Okay, was ist das? Schild. Drücke und halte L1 für Einsatz von Schild. Aktiviere deinen Schild im richtigen Moment, um gegnerische Angriffe zu parieren. Drücke R1 nach dem Parieren, um einen Wirbelangriff auszuführen. Okay. Ja, klar. Warum nicht? Rein damit. Und was ist das hier? Drücke R3, während du deinen Bogen spannst, um die Zeit kurz zu verlangsamen. Ja, da fühle ich mich eher nicht so weh. Ich glaube, das mache ich jetzt scheiß mal auf Bogenschmutz. Okay, und Geister? Erinnerungen 2 von 4. Okay, okay, okay. Okay, was gibt's hier sonst noch so, Brudis? Jetzt haben wir uns fast nur hier beschäftigt, ein bisschen Bogenschießen hier zu üben. Uff. Was gibt's hier unten? Oh, moin Meister. Die Manifestationen der Verderbnis patrouillieren auf dem Pfad vor uns. Dein Bogen sollte helfen, den Weg frei zu machen. Ist das so, ja? Ach so, da unten. Ja, klar. Einfach mal hier runterrutschen. Let's go. Der Bogen krass. Ah, nicht wirklich. Ich mag eher Nahkampf, würde ich sagen. Da sehe ich mich eher. Wenn wir mal ehrlich sind. Oh, was ist denn das? Wait, what? Oh, hallo. Uff, das ist natürlich ein bisschen nervig. Den haben wir wohl nicht getroffen. Den wohl auch nicht. Oh mein Gott. Ich habe jetzt schon Spaß am Aim mit Konsole. Mit Controller Aim ist absolut verloren dort. Aber wirklich absolut verloren. Ist er jetzt dead, der gute Mann? Immer noch nicht. Was ist los bei dir, Brudi? Oh. Oh mein Gott, du. Oh, der haut aber auch immer schnell ab. Okay. Oh, oh nee, oh,
Digga, ja, unlucky. Well, ich dachte, ich kann mich noch retten, aber die hat sich nicht daran gehangen. Okay, okay, okay. I see how it goes. Well, well, well. Rein da. Mach hier gar keine großen Faxen. Einfach all in. Dann kommt jetzt hier dieser Typ. Oh, wow. Ich darf nicht mal mehr aufladen. What a bunch of bullshit. Okay, wo ist das Drecksvieh? Da oben. Fucking hell, man. Stirb. Bam, dude. Oh mein Gott. Weggesniped. Ja, und wie zerstöre ich das? Hello? Achso, mit dem Bogen. Ah. Macht Sinn, durchaus. Okay, und kommt die Brücke auch runter oder nicht? Oh. Holy shit. Ja gut. Aber war das nicht theoretisch hier optional? Wait, nee, das ist sogar der richtige Weg. Uff. Ich hätte eigentlich den Teleport genommen, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Wir sind hier actually auf dem richtigen Weg. Damn, son. Wait, wo geht's hier lang? Was war das? Please! Oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? What a bunch of bullshit, man. Habe ich wieder irgendwas übersehen? Das ist aber schon ein sehr anspruchsvoller Sprung, oder? Please! Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja insane. Es ist halt auch wieder optional, ne? Wir gucken uns noch einmal an. Vielleicht... Vielleicht mal da reinschießen, oder? Ah ja! Okay, well, this was interesting. Meditationsplatz entdeckt. Ruhe dich hier aus und gehe in dich, um deine maximale Gesundheit dauerhaft zu erhöhen. Okay. Einmal meditieren, bitte. Okay, erhöht die sich jetzt für immer? Wahrscheinlich schon, oder? Okay, und das war's jetzt, oder? Kann ich doch schon beenden wieder. Oder passiert hier noch irgendwas? Passiert ja noch irgendwas? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann es beenden, ne? Ja, ja, ja. Beenden wir mal. Alrighty, dann. Wie komme ich jetzt zurück? Ah, da. Damn, das ist... Aber es wurde doch gar nicht vorher erklärt. Oder habe ich das irgendwie geskippt, das Tutorial? Egal, dann sprechen wir mal den Boy hier. Ah ne, hier ist wieder so ein Warp. Erstmal kurz da. Ich weiß gar nicht, ob man da immer einmal draufklicken muss, damit man das entdeckt. Ich mach's einfach sicherheitshalber. Einfach mal machen. Dieser kaputte Weg führt zu meinem Haus. Die Verderbnis dort ist mächtig. Sei vorsichtig, Kena. Natürlich, ich bin immer vorsichtig. Gut, Freunde, wir sind auch schon wieder bei 30 Minuten angekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir nächste Folge zu seinem gefährlichen Haus. Gucken, was uns da erwartet.
Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja noch ein Like dalassen. Wenn nicht, dann nicht. Macht euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.